Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen und hebe die Sitzungsunterbrechung auf. Wir kommen zur Tagesordnung. Ich rufe auf die Debatte zur Änderung der Hessischen Verfassung, Tagesordnungspunkte 6 bis 24. Sind Sie damit einverstanden, dass ich nur die Drucksachennummern vorlese und nicht die Gesetzesbenennungen? Sonst dauert es lang. Gut. Also, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6, 62, 36 zu 5709, Tagesordnungspunkt 7, 62, 37 zu 5710, Tagesordnungspunkt 8, 62, 38 zu 5711, Tagesordnungspunkt 9, 62, 39 zu 5712, Tagesordnungspunkt 10, 62, 40 zu 57, 13. Tagesordnungspunkt 11, 62, 41 zu 57, 14. Tagesordnungspunkt 12, 62, 42 zu 57, 15. Tagesordnungspunkt 13, 62, 43 zu 57, 16. Tagesordnungspunkt 14, 62, 44 zu 57, 17. Tagesordnungspunkt 15, 62, 45 zu 57, 18. Tagesordnungspunkt 16, 62, 46 zu 57, 19. Tagesordnungspunkt 17, 62, 47 zu 57, 20. Tagesordnungspunkt 18, 62, 48 zu 57, 21. Hierzu den Änderungsantrag der Fraktion der LINKEN, 62, 93 aus 19. Tagesordnungspunkt 19, Drucksache 42, 49 zu 57, 22. Hierzu ebenfalls ein Änderungsantrag der Fraktion der LINKEN, 62, 92, Tagesordnungspunkt 20, 62, 50 zu 57, 23, Tagesordnungspunkt 51, 62, 51 zu 57, 29, Tagesordnungspunkt 22, 62, 52 zu 57, 32, Tagesordnungspunkt 23, 62, 53 zu 57, 34 und Tagesordnungspunkt 24, Drucksache 62, 54 zu 57, 37. Gut, und die gewichtige Aufgabe der Berichterstattung hat der Abgeordnete Wolf übernommen. Ich gebe Ihnen das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf mir erlauben, die Beschlussempfehlungen 6236 bis 6254 konzentriert gemeinsam vorzutragen. Die Basis dieser Gesetzentwürfe ist die Arbeit der Enquetekommission, die zu diesen Gesetzentwürfen geführt hat. Der Landtag hat diese Gesetzentwürfe dem Hauptausschuss zugewiesen, der sie dann entsprechend demütig beraten hat. Zunächst in öffentlicher Anhörung am 7.3.18, zunächst alle Sachverständigen gehört hat und dann in der Sitzung des Hauptausschusses vom 11.4.18 die Auswertung der Anhörung vorgenommen hat. Frau Präsidentin, wenn Sie keine Einwände haben, würde ich die Stichworte der Gesetzentwürfe nur nennen und dann bei den ersten 15 summarisch die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP als Antragsteller bezeichnen und sodann das Abstimmungsergebnis vortragen. Zunächst Gesetz zur Veränderung des Artikels 1, Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dieser Gesetzentwurf ist einstimmig angenommen worden. Zu Artikel 4, Stärkung der Kinderrechte. Auch dieser Gesetzentwurf wurde einstimmig angenommen. Artikel 12a, Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Schutz informationstechnischer Systeme.
einstimmig angenommen. Artikel 21 und 109, Aufhebung der Regelungen zur Todesstrafe. Auch dieser Gesetzentwurf wurde einstimmig angenommen. Artikel 26a, Aufnahme eines zusätzlichen Staatszielbegriffes, ist von den Antragstellern gegen die Stimmen der LINKEN angenommen worden. Artikel 26c, Staatsziel zur stärkeren Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, ist mit den Stimmen der Antragsteller bei Stimmenthaltung der LINKEN angenommen. Artikel 26d, Förderung der Infrastruktur, wurde durch die Stimmen der Antragsteller bei Stimmenthaltung der LINKEN angenommen. Artikel 26e, Staatsziel zum Schutz und zur Förderung der Kultur, ist von den antragstellenden Fraktionen bei Stimmenthaltung der LINKEN angenommen worden. Artikel 26f, Staatsziel zum Schutz und zur Förderung des Ehrenamtes, wurde mit den Stimmen der Antragsteller bei Stimmenthaltung der LINKEN angenommen. Artikel 26g, Staatsziel zum Schutz und zur Förderung des Sports, wurde von den Fraktionen der Antragsteller bei Stimmenthaltung der LINKEN angenommen. Artikel 64, Bekenntnis zur europäischen Integration, wurde einstimmig angenommen. Artikel 75, Herabsetzung des Wählbarkeitsalters, wurde einstimmig angenommen. Zu Artikel 120, elektronische Verkündung von Gesetzen, wurde von den antragstellenden Fraktionen bei Stimmenthaltung der LINKEN angenommen. Artikel 124, Stärkung der Volksgesetzgebung, wurde von den antragstellenden Fraktionen gegen die Stimmen der LINKEN angenommen. Zu Artikel 144, Stärkung der Unabhängigkeit des Rechnungshofs, wurde einstimmig angenommen. Der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion zur Änderung Artikel 101, Amtszeitbegrenzung des Ministerpräsidenten, wurde von CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, die Linke abgelehnt, bei Annahme durch die FDP, also insgesamt abgelehnt. Der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion zu Artikel 77a, Stärkung der parlamentarischen Opposition. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen der FDP bei Stimmenthaltung von SPD und DIE LINKE, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE zu Artikel 8, Recht auf Wohnen. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP gegen die Stimmen der LINKEN, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Fraktion der SPD zu Artikel 59, verfassungsrechtliche Verankerung der Bildung von Anfang an, Verbot von Studiengebühren. Zunächst hat der Hauptausschuss den mündlich eingebrachten Änderungsantrag der SPD mit dem Wort kostenfrei vor dem Wort Bildung abgelehnt. Und sodann hat der Hauptausschuss empfohlen, mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen und FDP gegen die Stimmen von SPD und DIE LINKE den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Wolf. Dann können wir mit der Debatte beginnen. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Erster Redner ist Kollege Hahn für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der ersten Lesung über die Gesetzentwürfe im Dezember muss ich wohl etwas ganz Besonderes gesagt haben. Jedenfalls wird es dauernd von allen Kolleginnen und Kollegen zitiert. Aber irgendwie stimmt es ja auch. Es ist eine historische Entscheidung, die der Hessische Landtag zu treffen hat. Und es wird eine historische Entscheidung sein, die die Bürgerinnen und Bürger am 28. Oktober parallel zur Landtagswahl treffen werden. Wir haben seit über 70 Jahren eine Verfassung, eine vorkonstitutionelle Verfassung, die vor dem Grundgesetz verabschiedet worden ist, mit einer Reihe von Besonderheiten, die man nur erklären kann, wenn man
sich in das Gefühl von Politik, von Wirtschaft, von Gewerkschaften, von Kirchen in die Jahre 46 und 47 des letzten Jahrhunderts zurückversetzen kann. Es war den Koalitionsfraktionen von CDU und GRÜNEN vorbehalten, in der Koalitionsvereinbarung einen neuen Anstoß zu geben, um eine Änderung der Verfassung vorzunehmen. Es war ein sehr überschaubarer Auftrag, den die Koalitionsvereinbarung vorgelegt hat. Wir haben dann gemeinsam in diesem Hause einen Einsetzungsbeschluss durchgearbeitet, in dem auch das Zauberwort herinnen war, die Hessische Verfassung in ihrer Gesamtheit zu überarbeiten. Ich weiß, dass der Ministerpräsident noch vor einem halben Jahr immer wieder und überall erklärt hat, dass 5, 6 Änderungen angemessen seien. Und ich bin als Vertreter der Freien Demokraten schon sehr stolz darauf, dass wir es immerhin auf 15 gemeinsame Gesetzesänderungen gebracht haben. Ich wiederhole jetzt nicht das, was in der ersten Lesung gesagt worden ist, was unser ehemaliger Fraktionskollege Dieter Posch bei der Enquetekommission vor 12, 13 Jahren gesagt hat. Sie können davon ausgehen, dass wir als Freie Demokraten, als Liberale die Hessische Verfassung sehr, sehr achten, dass wir sie als ein besonderes Zeitdokument der Zeit nach der Hitlerdiktatur und vor dem Grundgesetz ansehen, aber dass wir der Auffassung sind, dass das eine und andere jedenfalls mit dem modernen Land Hessen des Jahres 2020 wenig zu tun hat. Ich bin sehr dankbar, dass in dieser Diskussion, in dieser Debatte, in dieser Anhörung in einem Ringen mit der Bürgergesellschaft, in einem Ringen aber auch mit den einzelnen Fraktionen, wir doch eine Reihe von den Dingen umgesetzt haben, die etwas mit modernem Industrieland Hessen zu tun haben. Wir haben die Bürgerrechte erheblich erweitert. Wir haben, da will ich schon die Werbetrommel auch noch einmal benutzen, auf Initiative der Freien Demokraten ein Digitalisierungsgrundrecht in unseren Vorschlägen gemeinsam verabschiedet. Und wir haben gemeinsam das Staatsziel Infrastruktur in die Verfassung, jedenfalls in die Entwürfe, die wir hier verabschieden, hereingebracht. Das macht deutlich, dass wir in das Jahr 2020 fortfolgende gemeinsam schauen und dass wir wissen, dass die Aufgaben sich in den letzten 70 Jahren praktisch geändert haben. Also auf der einen Seite eine historische Aufgabe, die fast 72 Jahre alte Verfassung zu reformieren, auf der anderen Seite den Wunsch, so viel wie möglich die Probleme, aber auch die Wünsche unserer Bürgerinnen und Bürger in Hessen mit aufzunehmen. Ich sage auch noch einmal, und dann bin ich mit der Abarbeitung der Vergangenheit fertig. Die Arbeit in der Enquetekommission war eine ganz besondere. Ich habe schon der einen oder anderen Enquetekommission in diesem Landtag angehört. Ich habe vieles über die Auseinandersetzung in diesem Hause in den letzten 30 Jahren miterlebt, teilweise auch persönlich mitgestaltet. Ob das immer klug war, sollen die Historiker entscheiden. Aber was wir dort geschafft haben, ist schon etwas Besonderes und ich glaube, hat dem Hause insgesamt und damit auch der Politik insgesamt in unserem Lande einen positiven Beitrag geleistet. Wir haben uns zugehört. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, das macht man nicht immer in einem Parlament. Wir haben nicht nur unsere eigenen Vorstellungen als besonders wichtig erachtet, sondern wir haben versucht, eine Brücke zu bauen zwischen den verschiedenen Interessen. Und dass die eine oder andere Person, mit der ich in den vergangenen Jahrzehnten häufiger aneinander geraten bin, nunmehr ein freundlicher und freundschaftlicher Kombattant geworden ist, auch das ist gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will aber auch darauf hinweisen, dass die ein oder andere Änderung man noch hätte machen können. Da nehme ich die beiden Vorschläge heraus, die für die FDP
immer noch auf der Tagesordnung stehen. Das eine ist das Thema Amtszeitbegrenzung des Ministerpräsidenten, und das andere ist die Frage Oppositionsrechte im Hessischen Landtag. Ich fange einmal mit dem scheinbar Einfahren an. Ja, wir schlagen vor, dass der Ministerpräsident des Landes Hessen eine auf zwei Legislaturperioden begrenzte Amtszeit haben soll. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin auch von Freunden aus der Unionsfraktion eben noch einmal geärgert worden mit der Feststellung, das ist aber illiberal, weil ihr begrenzt ja damit die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger zu wählen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ja nur bedingt richtig. Wir sagen ja nicht, um das jetzt einmal auf das praktische Leben herunterzubrechen, dass die Menschen in 10 Jahren nicht mehr Volker Bouffier wählen sollen. Nur wir sagen, in 10 Jahren soll Volker Bouffier nicht mehr erneut Ministerpräsident werden. Und das hat mit Volker Bouffier null zu tun. Das hat mit Volker Bouffier gerade einmal null zu tun. Sondern das ist eine Frage, die auch in anderen Bundesländern diskutiert wird. Markus Söder hat es für sich selbst entschieden. Vielleicht hat er auch einfach nur einmal auf seine Lebenstafel geguckt und kam dann dazu, dass jetzt zweimal Ministerpräsident des Freistaates Bayern zu werden, dann ausreicht. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rede jetzt von mir. Ja, ich bin 30, 31 Jahre Mitglied dieses Landtages. Aber dass ich noch frische Ideen habe, hat damit etwas zu tun, dass ich häufig meine Aufgaben gewechselt habe. Und wenn man 10 Jahre, 15 Jahre dieselbe Aufgabe macht, ich glaube, man ist dann nicht mehr so frisch in den Ideen. Ich glaube, man ist dann in den Strukturen viel zu sehr drin. Und das wollten wir mit dem Gesetzentwurf erreichen. Die Regierungskoalition möchte das nicht, also wird es den Bürgerinnen und Bürgern auch nicht vorgelegt. Die zweite Thematik trifft jetzt nicht CDU und GRÜNE als diejenigen, die unseren Vorschlag nicht wollen, sondern die Sozialdemokraten. Ich muss gestehen, lieber Kollege Schmidt, lieber Kollege Schäfer-Gümbel, ich verstehe euch da nicht. Parlamentarische Opposition ist ein grundlegender Bestandteil, meine sehr verehrten Damen und Herren, der parlamentarischen Demokratie. Wieso kann man was dagegen haben? Wieso kann man was dagegen haben? Wieso kann man, also Herr Kollege Rudolph, bisher waren die Verhandlungen andere, damit die Menschen es auch wissen. Und jetzt rufen Sie bitte nicht falsch dazwischen. Die Schwarzen und die Grünen sind bereit, den FDP-Vorschlag zu unterstützen. Nur die SPD nicht. Aha. Aha, weil ihr nicht wollt, dass wenigstens ein bisschen das Thema Oppositionsrechte. Herr Schäfer-Gümbel, regen Sie sich ab. Ich weiß, dass Sie das trifft. Ihr habt euch politisch falsch entschieden. Ihr habt euch einfach politisch falsch entschieden. Mit der Begründung, die werden ja trotzdem das weitermachen, auch wenn das in der Verfassung drinsteht, macht es ja deutlich, dass Sie keine Chance sehen, selbst MP zu werden. Das ist die eine Ebene der Diskussion. Die andere Ebene der Diskussion ist, bitte doch immer lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und das ist, ihr könnt dazwischenrufen, jetzt gerade, was ihr wollt. Ihr seid in einer schlechten Lage, weil ihr als Opposition noch nicht einmal bereit seid, eine Regel, die in Bayern gilt, in die Verfassung in Hessen aufzunehmen. Das ist falsch, und das will ich hiermit auch einmal ganz deutlich zu Protokoll geben. Letzte Bemerkung. Ja, Rudolph, hören doch auf. Wenn ihr einen Fehler macht, dann müsst ihr zu dem Fehler stehen. Aber ich habe das Recht, den Fehler hier im Landtag auch deutlich zu machen, genauso wie das manchmal die Kollegen der Union von mir hören. Das ist halt nun einmal so, und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und jetzt lassen Sie mich noch eine Sorge. Ich weiß, ich habe nur noch 4,5 Sekunden zu Protokoll gehen. Wir müssen ganz geschickt unseren Kolleginnen und Kollegen, Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen, es gibt eine Verfassungsänderung. Die findet am 28. Oktober statt, und das sind die Themen. Bisher ist das Interesse gen Null. Wir kriegen es überall mit, bei den vielen Dingen. Und vielen Dank an den Vorsitzenden unserer Kommission, Herrn Jürgen Banzer. Vielen Dank an den Präsidenten, den Kollegen Norbert Kartmann. Wir machen ja alles Mögliche, um dafür zu werben und den Menschen zu sagen, es gibt eine Verfassungsänderung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hoffentlich werden wir es schaffen, bis zum 28. Oktober die Menschen zu motivieren, da auch mitzumachen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Heinz für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Zug in Richtung Verfassungsreform bleibt, wenn ich das einmal so dieser Bildersprache ausdrücken darf, bleibt auf dem richtigen Gleis. Der fährt auch weiter geradeaus. Wir gehen heute einen weiteren wichtigen Zwischenschritt und werden bald den Teil beenden, den der Landtag in dieser Frage zu entscheiden hat. Zum zweiten Schritt ist ja auch schon einiges gesagt worden. Wir sind heute in der zweiten Lesung. Das ist in einem Gesetzgebungsverfahren, das wir auch heute beraten, nämlich Gesetze zur Änderung der Hessischen Verfassung, klassischerweise an dem Punkt, wo man eine Zwischenbilanz, aber noch nicht die Schlussbilanz zieht, wo hier drei Lesungen vorgeschrieben sind, wo auch die Anhörungen und weitere Aspekte, die noch vorgetragen wurden, im Verfahren noch einmal zumindest zwischenbewertet werden sollten. Und wir können heute feststellen, dass die Fraktionen und der Hauptausschuss sich dazu entschlossen hat, heute unverändert in die zweite Lesung zu gehen. Wir haben eine Anhörung hinter uns, eine eintägige Anhörung. Zur Vollständigkeit zählt aber, dass wir im Rahmen der Enquete bereits eine extrem intensive dreitägige Anhörung schon vorgeschaltet haben, wo wir sehr viele dieser Fragen noch intensiver und breiter beraten haben und die dann auch Einfluss gefunden haben in die Gesetzentwürfe, die von den vier Fraktionen getragen worden sind und die gemeinsam diese 15 Gesetze, die auch, wenn ich es mal so sagen darf, eine Aussicht auf Mehrheit im Landtag haben, nach heutigem Stand eben zusammen eingebracht haben. Und ich will vielleicht etwas, nachdem eben so ein bisschen schlechte Stimmung aufkam, etwas zur Befriedung vielleicht wieder beitragen. Es ist immer mehr noch denkbar gewesen, und es ist viel auch schon von allen dazu gesagt worden, dass man sich natürlich mehr vorstellen kann als die 15 Gesetzentwürfe. Das war uns auch allen klar. Wir hatten aber auch das gemeinsame Ziel, dass wir zusammenbleiben mit diesem Verfahren. Und ich glaube, es wiegt höher am Ende, dass die vier Fraktionen, die diese 15 Gesetzentwürfe, die mutmaßlich in vier Wochen hier eine Mehrheit finden werden, dass die zusammen eingebracht haben, als dass wir darüber streiten, warum nicht ein 16., 17., 18. oder ein 25. möglicherweise auch noch eine Mehrheit heute findet. Und es gibt verschiedene Punkte. Die SPD hatte noch Ideen, auch nach der ersten Lesung und nach der Anhörung. Die FDP hat noch etwas vorgetragen. Es ist zu Recht ausgeführt worden. Die Koalitionsfraktionen haben sich in diesen beiden Fällen, die genannt waren, bereit erklärt, das jeweils mitzutragen. Das ist dann an einem Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedlichen Bewertungen innerhalb von zwei Oppositionsfraktionen nicht zustande zu kommen. Aber das ist ausdrücklich kein Vorwurf von dieser Seite, denn es gibt über diesen 16. und 17. Punkt hinaus gibt es noch Punkte 18 bis 30, die unserer Fraktion noch eingefallen wären. Und die anderen Kollegen haben auch mindestens genauso viele andere gute Ideen gehabt, die für sich sicherlich gerechtfertigt und berechtigt wären. Aber wenn man mit vier Fraktionen etwas gemeinsam macht, dann ist es am Ende auch ein fein austarierter Kompromiss, der ja nicht nur diese breite Mehrheit hier im Landtag haben soll, sondern auch die innere Akzeptanz der betroffenen Parlamentsfraktionen, sodass das, glaube ich, nach wie vor ein sehr, sehr gutes Paket ist, was wir heute hier gemeinsam beraten. Und die weitere vielleicht Bereinigung und Modernisierung und Aktualisierung der Verfassung, die können vielleicht unsere Nachfolger eines Tages in 10 oder 15 Jahren noch einmal in einem ganz großen Wurf vielleicht noch einmal angehen. Ich glaube aber, dass wir 72 Jahre moderne Verfassungsgeschichte in Hessen zurückblicken, weiterhin stolz darauf sein können, dass wir den größten Wurf hier wagen in diesen 72 Jahren, wenn man alle Änderungen zusammenzählt von der ersten 1950, die sich damals mit dem Landtagswahlrecht schon einmal beschäftigt hat, dann bis zur Schuldenbremse 2011, wenn man die alle Einzelgesetze zusammensummiert, kommt man jedenfalls nicht auf die 15, die wir vermutlich in vier Wochen gemeinsam beschließen werden. Und bei den 15 Gesetzentwürfen, da ist sehr viel Gutes dabei. Neben formaler staatsorganisatorischer Fragen, die modernisiert werden sollen, ist eine ganze Reihe auch an Staatszielen, glaube ich, die unser Land weiter voranbringen werden. Allen voran Staatsziel Ehrenamt, Infrastruktur, um nur zwei herauszugreifen. Das Bekenntnis zu Europa, was in dieser Zeit, glaube ich, kaum besser und wichtiger und richtiger platziert sein könnte, als es je war, seit wir über ein vereintes Europa sprechen. Endlich nach 72 Jahren wagen wir es auch einmal, die Streichung der Todesstrafe anzugehen, vor der man sich bisher immer gedrückt hat. Sie war immer falsch. Sie war zwar nicht anwendbar seit Mai 1949, aber sie hat nie in diese Verfassung gehört. Und dass wir auch das angehen, auch wenn es im Moment keine materielle Auswirkung hat, ist auch ein richtiger und wichtiger und auch mutiger Schritt dazu, eine Abstimmung durchzuführen.
Und es gibt weitere Themen. Wir schaffen auch neue Grundrechte, wie das Grundrecht auf Datenschutz. Das passt auch in die heutige Zeit, auch zu den aktuellen Debatten, die in den Medien, ob klassisch oder moderne Medien, die einen ganz breiten Raum eingehen. Das ist ein ganz bewusstes Signal, dass wir das nicht nur durch Rechtsprechung eben in unsere Entscheidungsfindung mit einfließen lassen wollen, sondern dass wir es in unsere Hessische Verfassung im Jahr 2018, dass wir es dort kodifizieren wollen. Und wenn ich vielleicht auf die Anhörung zurückkomme, die Anhörung hat schon auch wichtige Ergebnisse für uns gebracht. Sie hat nämlich gezeigt, die 15 Gesetzentwürfe, die weisen keine substanziellen handwerklichen Fehler auf. Das ist auch geschuldet der sehr guten Vorarbeit und der guten Beratung durch Rechtsexperten, die alle Fraktionen gemeinsam als Unterstützung gestellt bekommen haben. Und wenn ich an die Schlussabstimmung der Gesetzentwürfe denke, will ich an dieser Stelle auch ausdrücklich den Rechtsexperten aus der Staatskanzlei danken, die uns da intensiv begleitet haben und in den Obleuterunden noch die letzten Hinweise zur Gesetzestechnik eben gegeben haben. Daher als Zwischenfazit, die 15 Änderungen, die wir hier gemeinsam tragen, das sind gute Änderungsvorschläge. Die werden auch eine Mehrheit finden. Die werden unsere Verfassung dann verbessern, sofern die Bürger sie auch am Ende annehmen. Und mein Dank gilt deshalb wirklich an alle Beteiligten, die mitgewirkt haben. Einmal hier in diesem Raum und alle Fraktionen quer durch den Saal. Wir sind hier zusammengeblieben. Wir haben es geschafft, wie Herr Kollege Dr. Hahn schon gesagt hat, zusammenzubleiben. Denn die Verfassung ist so wichtig, dass man sich hier im parteipolitischen Klein-Klein verhakt oder öffentlich auch noch darüber entzweit. Ich glaube, das wäre auch ein Verlust an Akzeptanz bei der Volksabstimmung, die noch ansteht. Und dann zum Ausblick. Wir kommen ja in dieser Frage in 4 Wochen erneut zusammen. Wir haben jetzt am vergangenen Montag in dieser Woche gemeinsam den Abschlussbericht in der letzten Sitzung der Enquetekommission beraten und verabschiedet, auch einstimmig, was es auch ohne Sondervoten, was es selten gibt in diesen Gremien. Das zeigt auch, glaube ich, in welchem guten Geist wir in diesen 2 Jahren hier zusammengewirkt haben. Und wir haben dann am Montag damit auch, wie ich schon sagte, die Grundlage dafür gelegt, dass wir dann in 4 Wochen gemeinsam mit der dritten Lesung den Abschlussbericht hier beraten können, wo dann auch breiter, glaube ich, noch Gelegenheit ist, allen zu danken im Detail, die hier mitgewirkt haben. Damit wir heute, dass wir heute es hier geschafft haben, weiter im Zeitplan zu bleiben, daran hat auch mitgewirkt unsere Berichterstatterin und Ausschussvorsitzende Karin Wolf vom Hauptausschuss, die von Anfang an das so engagiert begleitet hat, dass wir diesen engagierten und auch ehrgeizigen Zeitplan, den wir uns vor 2 Jahren mal vorgenommen haben, weiter einhalten und jetzt auch wirklich auf die Zielgerade einfahren. Um bei dem Zug zu bleiben, den ich eingangs erwähnte, die Lokomotive fährt hier mit voller Kraft weiter. Der Landtag ist dabei, für sich den Zielbahnhof zu erreichen. Das ist aber letztlich dann am Ende nur der Umsteigepunkt auf dem Weg zur Volksabstimmung am 26. Oktober. Wenn wir hier unsere Arbeit gemacht haben werden in 4 Wochen, dann haben wir ein halbes Jahr später haben die Bürger die Wahl. Und unsere Aufgabe dann wird sein, dafür zu werben, dass das, über was wir uns hier einig sind, dass darüber auch die Hessen sich mit uns einig werden und dass alles eine breite Mehrheit eben stimmt. Wir sind auf einem guten Weg. Der Zeitplan stimmt. Der Inhalt der 15 Gesetze, die wir gemeinsam tragen, die stimmen. Und wenn dann in 4 Wochen eben alle zustimmen, dann können wir sagen, das haben wir in dieser 19. Wahlperiode des Landtags haben wir gemeinsam gut gemacht. Wir haben die Hessische Verfassung dann ein Stück weit verbessert und modernisiert. Und die weitere Zeit wird dann zeigen, wie die praktischen Auswirkungen sind durch Gesetzgeber, Verwaltung und die Rechtsprechung. Wir haben unseren Beitrag dann dazu geleistet. Und es hat bisher, muss ich sagen, Dank an alle Kollegen, insbesondere die Obleute, hat Freude gemacht, daran mitzuwirken. Heute ist ein kleiner weiterer Schritt. Alles Weitere dann in 4 Wochen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schmidt für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist, das sage ich vorab, ja eigentlich üblich hier im Hessischen Landtag Differenzen herauszuarbeiten. Und auch bei der Verfassungsreform gab es und gibt es Differenzen. Herr Hahn hat eine angesprochen. Dennoch will ich in den Mittelpunkt meiner Rede die im Konsens erzielten Ergebnisse stellen. Und immerhin, es ist betont worden, 15 Änderungen gibt es,
die in einem großen, sehr großen Konsens zur Abstimmung stehen. Und es war auch gar nicht einfach, immer diesen Konsens zu erreichen über die 15 Punkte. Aber, und das ist entscheidend, der Konsens ist gelungen. Und nunmehr kann die größte Verfassungsänderung seit 72 Jahren hier in Hessen auf den Weg gebracht werden. Mit den Änderungen wird sichergestellt, das ist mir besonders wichtig, dass die, und uns besonders wichtig, dass die Hessische Verfassung für heutige und zukünftige Herausforderungen gewappnet ist. Es lohnt sich dafür, selbstbewusst in der Bevölkerung zu werben, damit den einzelnen Artikeln dann auch bei der Volksabstimmung, die zusammen mit der Landtagswahl sein wird, zugestimmt wird. In der Enquete-Kommission herrschte sowohl zwischen den Fraktionen als auch in der Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Gruppen eine vorbildliche Debattenkultur. Das muss man wirklich sagen. Die Maßstäbe für demokratisches Ringen um wichtige Inhalte gesetzt hat. Meine Damen und Herren, Verfassungen und damit gerade auch Verfassungsänderungen sollten nach Ansicht der SPD nie mit knappen Mehrheiten, sondern immer mit möglichst großem Konsens getroffen werden. Diese Haltung der SPD zieht sich übrigens seit 1946 durch alle Verfassungsänderungen. Insbesondere 1946 wurde lange gerungen. Und am Ende war es der SPD wichtig, dass sie nicht von ihrer Mehrheit zusammen mit der KPD Gebrauch gemacht hat, sondern dass sie die CDU eingebunden hat. Das war ein hartes Ringen. Das waren harte Verhandlungen am Ende. Aber es hat sich gelohnt. Man ist zu einem fairen Kompromiss gekommen. Und natürlich atmet die Hessische Verfassung. Das will ich allerdings nicht bestreiten. Natürlich die damaligen Mehrheitsverhältnisse, es gibt auch damalige Mehrheitsverhältnisse wieder, und sie ist sicherlich sozialdemokratischer orientiert, als sie konservativ geprägt war. Und wir sind froh darüber, dass an diesen grundsätzlichen Festlegungen Wirtschafts- und Sozialteil der Hessischen Verfassung nicht gerüttelt wird. Und Herr Hahn, da muss ich jetzt auch noch einmal einen Widerspruch zu Ihrer Rede formulieren. Sie haben so getan, das sei nur ein historisches Dokument. Für uns bleibt die Wirtschafts- und Sozialverfassung gerade auch im Lichte des Grundgesetzes weiterhin ein Gestaltungs- und Verfassungsauftrag, den Parlament und Regierung zu verwirklichen haben. Aber von den Regierungsfraktionen, das muss man wirklich sagen, wurde diese gute hessische Tradition wieder aufgegriffen, nämlich im großen Konsens zu agieren. Ich habe in der ersten Lesung dazu schon Stellung genommen und den Akteuren, Obleuten von CDU und GRÜNEN, den Enquete-Vorsitzenden gedankt. Ich muss das auch in der zweiten Lesung nicht zurücknehmen. Und ich hoffe sehr, dass wir in dem letzten Schritt, im letzten Weg zur dritten Lesung auch zusammenbleiben. Ich gehe davon aus und bin mir fast sogar sicher. Meine Damen und Herren, ich will auch etwas zur Willensbildung in der SPD sagen, weil das ist mir schon wichtig. Wir haben uns sehr intensiv vorbereitet, nachdem klar war, dass die Verfassungsreform kommen wird. Im Landesverband wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die vor allem natürlich durch die Arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratischen Juristen geprägt und getragen wurde. Es wurden zahlreiche Änderungsvorschläge von uns formuliert, 24, die wir auch in die Arbeit der Enquete eingebracht haben, nachdem sie ausführlich in den Gremien der Partei auch beraten und beschlossen wurden. Aber wir haben uns nicht nur mit unseren eigenen Vorschlägen befasst. Wir haben eine Klausur mit der Fraktions- und Parteispitze, die 248 Änderungen der gesellschaftlichen Gruppen wirklich einzeln durchgearbeitet und bewertet. Das muss man auch einmal vorstellen. Sie sehen daran, wie sorgfältig wir die Verfassungsänderungen beraten haben. Sie sehen auch daran, wie wichtig für die SPD Verfassung und Verfassungsänderungen in Hessen sind. Insbesondere die Aufnahme von Kinderrechten in die Verfassung, die Verankerung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frau und Mann sowie die Einrichtung eines Datenschutzgrundrechts sind sehr positiv, jetzt bei der Verfassungsänderung zu werden. Und es ist ja eigentlich ein Skandal, dass 72 Jahre nach Inkrafttreten der Hessischen Verfassung und fast 69 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes wir immer noch um die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau ringen müssen. Wir haben deshalb mit der Verfassungsänderung oder wollen mit der Verfassungsänderung noch einmal klarstellen,
dass endlich die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann im tagtäglichen Leben, in der Bildung und Ausbildung, in der Wirtschaft, in der Politik erreicht werden muss. Das ist ein Gestaltungsauftrag übrigens für uns alle. Der SPD-Fraktion lag außerdem die Aufnahme von Kinderrechten sehr am Herzen. Wir nehmen damit in Hessen eine Vorreiterrolle ein. Damit können wir sehr stolz sein. Und wir wurden deswegen auch von gesellschaftlichen Gruppen, von betroffenen Gruppen gelobt, dass wir diesen Weg gehen. Das ist, glaube ich, sehr positiv auch zu bewerten. Auch da wird Hessen jetzt eine Vorreiterrolle haben. Und wir knüpfen an eine große hessische Tradition, nämlich Hessen vorn, an, auch bei dem Artikel zur informationellen Selbstbestimmung. Hessen war das erste Land weltweit, das ein Datenschutzgesetz auf den Weg gebracht hat. Und wir wissen heute, die Nutzung von Informationstechnik, Stichwort Digitalisierung, führt zu neuen Möglichkeiten, aber sie führt auch zu Gefährdungen für Persönlichkeit. Und wir wollen durch den neuen Verfassungsartikel die Chancen nutzen, aber die Risiken auch begrenzen und eindämmen. Und der SPD lag natürlich weiter die Aufnahme von weiteren Staatszielen am Herzen. Da gab es dann bei der Anhörung im Hauptausschuss eine paradoxe Situation. Einige Verfassungsrechtler haben gesagt, na ja, das mit den Staatszielen ist, fanden sie nicht so gut und haben das auch kritisiert. Auf Nachfrage allerdings haben sie es dann, muss ich sagen, haben sie es dann auch wiederum relativiert, ihre Bedenken. Aber die gesellschaftlichen Gruppen wiederum, die haben uns sehr dafür gelobt, dass wir die Staatsziele, der Katalog der Staatsziele der Hessischen Verfassung erweitern. Und wir sind uns sicher, dass wir, wie gesagt, die Bedenken von Staatsrechtlern ausräumen können. Und wir sind uns sicher, dass wir mit den neuen Staatszielen auch den richtigen Weg gehen. Für uns ist insbesondere sehr positiv, dass mit dem neuen Artikel die Förderung der Infrastruktur als Staatsziel vorgesehen ist. Die Errichtung und Erhalt der technischen, digitalen Sozialinfrastruktur und von angemessenen Wohnraum zu bezahlbaren Bedingungen sollen als Staatsauftrag künftig festgehalten werden. Ja, da reden wir über infrastrukturelle Daseinsvorsorge, die nicht auf Private verlagert werden kann und darf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir reden von einem Staatsauftrag, der die soziale und wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes gewährleistet. Das muss sicherlich kommen. Wir haben auch über die Frage, natürlich Änderungsantrag der Linkspartei zur Frage, ein Grundrecht auf Wohnen in der Verfassung zu verankern. Ich muss aber sagen, selbst der eigene Gutachter der Linkspartei hat gesagt, das ist nicht gelungen, das kann, dieser Vorschlag kann so nicht umgesetzt werden. Wir werden deswegen auch keine Zustimmung der SPD geben. Und Kollege Hahn, wir werden auch Ihren Vorschlag mit Oppositionsrechten nicht zustimmen können, weil Sie haben einen wichtigen Teil vergessen. Der kommt ja aus der Bayerischen Verfassung. Nur die Bayerische Verfassung hat nicht nur einen Absatz 1, sondern einen 2. Und im 2 wird nämlich bestimmt, dass die Fraktionen, die Oppositionsfraktionen, das Recht auf eine ihrer Stellung entsprechende Mitwirkungsmöglichkeit im Parlament und in der Öffentlichkeit haben. Und sie haben den Anspruch auf die Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben erforderlicher Ausstattung. Und genau dieser Absatz will die Mehrheitsfraktion nicht, dass die aufgenommen werden. Deswegen glauben wir, dass das, was Sie uns liefern, wirklich nur weiße Salbe auf dem Holzbein ist. Und wir wollen eine echte Stärkung der Opposition. Und wir wollen nicht ein Feigenblatt liefern. Wir wollen kein Feigenblatt liefern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme noch einmal zu dem streitigen Teil, den die SPD streitig gestellt hat. Weil bei allem Konsens gibt es einen großen, großen Wermutstropfen für die SPD. Es ist, dass unsere Vorstellungen zur kostenfreien Bildung von Anfang an sowie zum Verbot von Studiengebühren trotz Zustimmung betroffener gesellschaftlicher Gruppen leider nicht Teil des Konsenses ist. Gerade nachdem auch in dem Gericht übrigens, im Staatsgerichtshof umstimmenden Urteil zu Studiengebühren, muss man doch heute klipp und klar sagen und der Verfassung das Verbot von Studiengebühren verankern. Denn jeder muss wissen, wird es nicht in der Verfassung verankert, reichen einfache politische Mehrheit hier im Landtag, um sozusagen wieder Studiengebühren einzuführen. Und genau das wollen wir als SPD nicht. Das wollen wir Vorsorge durch die Verfassung treffen. Und
Die SPD will auch, dass endlich Bildung von Anfang an ab dem ersten Lebensjahr gebührenfrei ist. Es ist doch gar nicht nachvollziehbar, dass Schule gebührenfrei ist, aber dass für den Kindergarten bezahlt werden muss. Es ist auch nicht nachvollziehbar, dass Meisterkurse gezahlt werden müssen, sondern wir müssen Bildung von Anfang an, vom ersten Jahr bis zum Meisterabschluss bis zum Studienabschluss erhalten. Und deswegen, wer Bildung sagt, ist unsere einzige Ressource, der muss auch die entsprechenden Ressourcen dann bereitstellen. Und als letzter Satz sage ich, unser Fazit, die Verfassungsreform hat sehr gute Ergebnisse gebracht. Bei der gebührenfreien Bildung gibt es aber noch einen erheblichen Nachholbedarf. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wilken. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bereits die Berichterstatterin, Frau Wolff, und auch meine Vorredner haben deutlich gemacht, dass einiges, sehr vieles von den jetzt vorliegenden Gesetzen nicht nur von einer breiten Mehrheit, also den vier beantragenden Fraktionen, sondern auch von uns LINKEN mitgetragen wird. Die Tatsache, dass diese Gesetze trotzdem nicht von allen fünf Fraktionen in diesem Haus eingebracht werden, ist schlicht und ergreifend der Tatsache geschuldet, dass die größte Fraktion in diesem Haus nicht dazu in der Lage ist, mit uns zusammen hier einen Antrag einzubringen. Das muss leider beschämend immer noch dazu gesagt werden. Die breite Mehrheit, Sie haben jetzt eben von der Berichterstatterin gehört, dass wir an ein, zwei Stellen den Konsens verlassen. Deswegen will ich meine Rede damit beginnen, dass ich noch einmal erläutere, warum wir an zwei Stellen jetzt Änderungsanträge eingebracht haben. Beim einen geht es um die elektronische Verkündung von Gesetzen. Es ist in der Enquetekommission, auch in der Anhörung im Hauptausschuss, immer wieder klar geworden, dass es insbesondere der Staatskanzlei darum geht, auch die Möglichkeit zu haben, Gesetze elektronisch zu verkünden. Dieses Wort auch findet sich aber nicht im Gesetzestext. Und das macht uns etwas misstrauisch. Wir haben hier in diesem Raum gesessen und haben den Schülern gelauscht, ganz erstaunt, weil diese Digital Natives uns erklärt haben, dass sie ein Recht auf analoges Leben in der Hessischen Verfassung verankern wollen. Wir haben uns dann gefragt, wie können wir das tun? Sind auf keine gute Idee gekommen. Hier ist eine Idee. Hier sagen wir, es muss auch immer noch ein Gesetzesblatt geben, weil nicht jeder elektronisch angeschlossen ist. Das ist unser Änderungsantrag. Der zweite Änderungsantrag, den wir eingebracht haben, da geht es um das Gesetz, das im Titel heißt Stärkung der Volksgesetzgebung. Wir vermuten, dass wir da eher eine Täuschung des Volkes mit vornehmen, weil wir durch dieses Gesetz zwar das Eingangsquorum zur Volksgesetzgebung drastisch absenken, und das ist gut so, aber dann ein Ausgangsquorum schaffen, wo mindestens ein Viertel der Abstimmungsberechtigten zustimmen müssen. Dieses Quorum wollen wir deutlich senken. Weil wenn wir dieses Quorum hätten, von 25% der Abstimmungsberechtigten müssen zustimmen, dann hätten wir in Frankfurt am Main keinen Oberbürgermeister, die Wetterau keinen Landrat. So sehen die Abstimmungsverhältnisse in Hessen mittlerweile aus. Selbst dieser sogenannte Erdrutschsieg des Frankfurter Oberbürgermeisters wäre nicht gültig mit einem Abstimmungsquorum von 25% bei der Endabstimmung. Das muss also abgesenkt werden. Zu den weiteren Gesetzen. Wir haben vieles in die Verfassung jetzt oder wollen in die Verfassung aufnehmen, was durchaus schon im Grundgesetz geregelt ist. Von daher senden wir noch einmal positive Signale. Da geht es um die tatsächliche Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und da geht es selbstverständlich auch um das Streichen der Todesstrafe in der Hessischen Verfassung. Wir haben, und das ist bei einem Wort von Ihnen, Herr Heinz, jetzt eben hier noch einmal aufgeschienen, was
wir in der Einsetzungsdebatte mal hatten. Sie haben jetzt eben gesagt, die Bereinigung der Hessischen Verfassung die soll dann erst in 10 oder 15 Jahren passieren. Da tauchte noch einmal auf, was eigentlich auch eine Intention da war. Ich bin sehr froh, dass wir das hier nicht gemacht haben, sondern dass der Friedensauftrag der Hessischen Verfassung eindeutig erhalten bleibt, dass die Wirtschaftsverfassung der Verfassung erhalten bleibt und dass die sozialen Rechte das ganz große Plus dieser sehr frühen deutschen Verfassung, dass das uns erhalten bleibt. Da sind wir sehr froh und stolz drüber. Meine Damen und Herren, ja, auch wir haben einen eigenen Gesetzesänderungsantrag eingebracht, eine Stärkung des Rechts auf Wohnen, was in dieser Zeit, wo die Wohnungsproblematik nun wirklich sehr virulent ist, uns ein politisch wichtiges Zeichen ist. Und ja, es ist richtig, der Hinweis ist schon gekommen. Wir haben in der Anhörung den Hinweis bekommen, dass man da eine Änderung im Gesetzestext hätte machen können oder auch müssen. Ich hätte das auch gerne getan, nur sind unsere Gepflogenheiten hier im Haus leider so, dass wenn ich schlauer bin nach der Anhörung und unseren Gesetzestext korrigieren will, wir das hier nicht durchkriegen, weil Sie als die Mehrheit das wegstimmen. Politisch finden wir das immer noch richtig, dass wir ein Recht auf Wohnen brauchen. Und ich kann mich an die Worte von Herrn Schmidt jetzt eben anschließen. Die Staatsrechtler fanden es schwierig. Die politischen Akteure haben gesagt, ja, genau das brauchen wir, und deswegen stehen wir auch dazu. Eine letzte Bemerkung zu den vorliegenden Änderungsanträgen. Ich nehme bloß exemplarisch jetzt mal den von der FDP raus zur Begrenzung der Amtszeit des Ministerpräsidenten. Sehr geehrter Herr Hahn, wir wollen Bouvier abwählen und ihn nicht durch Dr. Schäfer ersetzen. Das ist unsere Botschaft. Wir brauchen keine Amtszeitbeschränkung, sondern wir brauchen eine andere Regierungsmehrheit in diesem Land. Eine allerletzte Bemerkung. Die Verfassung, die Hessische Verfassung bleibt in ihrem Kern erhalten. Wir passen sie dem modernen Leben an einigen Teilen an. Aber viel entscheidender ist, dass wir den Auftrag der Hessischen Verfassung Wirklichkeit werden lassen, dass wir den Friedensauftrag wahrnehmen, dass wir die sozialen Rechte stärken. In der Hessischen Verfassung ist eine Sozialversicherung verankert, ist der Mindestlohn verankert und ist verankert, dass die Wirtschaft dem Wohl des gesamten Volkes zu dienen hat. Lassen Sie uns das Realität werden. Das ist der Auftrag unserer Hessischen Verfassung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Kaufmann, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, was meine Vorredner gesagt haben, insbesondere in dem Gesamtkomplex, wo es um das Konsensuale ging, will ich nicht wiederholen. Insoweit kann ich mich darauf beziehen. Das wird auch voll inhaltlich von uns geteilt. Wir haben in der ersten Lesung bereits einen Überblick gegeben und gedankt. Wir werden das ganz sicher in der dritten Lesung zum Abschluss auch noch machen. Deswegen will ich heute speziell und vielleicht auch ein bisschen streitiger zwei Bereiche gesondert ansprechen. Zum einen geht es um die Verfassung als solche, die Verfassung als Grundlage für uns alle. Sie regelt nicht, und das ist meine Botschaft an dieser Stelle, sie regelt nicht die Kontroversen. Die Verfassung ist nicht dafür da, Streitigkeiten, die alltäglich auftreten, zu lösen. Dafür ist die Politik des Alltags da. Die Verfassung ist dafür da, Grundlagen zu legen und möglichst viele des Volkes, derjenigen, die zusammenleben, sich unter diesen Grundlagen zu versammeln zu können. Und genau deshalb ist ja auch ein Konsensverfahren gewählt worden in der Vergangenheit von Kolleginnen und Kollegen in diesem Hause bei der Betrachtung möglicher Änderungen der Verfassung und auch jetzt wieder, wiewohl es natürlich nach den formalen Regeln für uns
ein Stück weit ein Verzicht ist. Ich komme noch einmal darauf, dass man nicht die Mehrheit in diesem Hause, die wir ja haben als Regierungsmehrheit, auch nutzen kann, denn damit könnte man Gesetze verabschieden. Wofür eine Verfassungsänderung auch nicht da ist, und das sage ich zum Kollegen Wilken sehr deutlich, wir halten es für falsch, den Ansatz, hier politische Zeichen zu setzen, weil politische Zeichen sind auch Fragen der Aktualität. Und eine Verfassung, zumal eine wie die hessische, eine Verfassung, die ja dafür gelobt wird, dass sie so stabil auch funktioniert hat, eine Verfassung ist deshalb nicht dafür geeignet, sozusagen der aktuellen Politik geschuldete politische Zeichen hier sinnvoll zu setzen, weil sie dann kontroverser diskutiert werden müsste. Meine Damen und Herren, ich sprach schon das Wort Verzicht aus und dass die Regierungsmehrheit darauf verzichtet hat, ihre Möglichkeiten im parlamentarischen Weg zu nutzen. Die Opposition hingegen, wir haben es gehört, hat sich die Freiheit genommen, eigene Gesetzesvorhaben, eigene Gesetzentwürfe hier auch noch vorzulegen. Ich will das deshalb noch einmal ansprechen, um deutlich zu machen, der Kollege Hahn, nicht der Kollege Hahn, sondern der Kollege Heinz hat es auch schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben das nicht getan, wir als Regierungsmehrheit. Und das ist nicht der Grund, dass uns nichts eingefallen wäre, sondern ist der Grund, weil wir nicht gleichzeitig Gesetzentwürfe vorlegen können, aber ihnen anschließend nicht zustimmen. Denn wenn wir ihnen zugestimmt hätten, wären sie beschlossen worden, egal was die anderen machen. Und sie merken das Problem. Deswegen ist der Verzicht ein Teil sozusagen der Bereitschaft zu sagen, wir stützen uns ab auf einer breiten Mehrheit und sollte deshalb, und das ist so ein bisschen meine Bitte, dann von den anderen Fraktionen auch nicht genutzt werden, zu sagen, nach dem Motto, ja, die Regierungsmehrheit, die wollte halt nicht. Das ist nicht der Punkt, sondern es war bewusst, und das betone ich hier, sozusagen eine Zurücknahme, um den Konsens, das konsensuale Verfahren oder die breiten Mehrheiten zumindest auch sicherzustellen. Und deshalb, lieber Kollege Schmidt, Sie haben ja ganz zum Schluss Ihrer Rede so etwas deutlich gemacht, wie traurig Sie sind in der Angelegenheit Studiengebühren / kostenfreie Bildung. Da gab es ja mehr als einen Vorschlag in der Debatte an verschiedenen Stellen. Und da gab es dann aber, und das ist dann schon auch wiederum ein Problempunkt, den man Ihnen zurückgeben muss, da gab es halt eher apodiktische Forderungen als den Versuch, aufeinander zuzugehen. Wir hatten das eine oder andere in der Debatte, und ich würde mal sagen, es wäre nicht völlig ausgeschlossen gewesen in der Diskussion, dass wir zu einem Zustand gekommen wären, der ein Stück weitergegangen ist als der jetzige in Richtung dessen, was auch Sie wollen, allerdings nicht das alles erfüllt hätte. Und insoweit ist es genau das gleiche Problem, was ich jetzt bei der Frage, was die sozusagen den FDP-Vorschlag trifft, was die Oppositionsrechte angeht. Es ging Ihnen nicht weit genug. Und deswegen haben Sie es platzen lassen, um es einmal so zu sagen. Das ist Ihr gutes Recht. Nur ich muss sagen, dann sollte man aber nicht den Ansatz machen und bei den anderen sozusagen die Verursachung dieses Effekts abzuladen, sondern das ist dann schon der eigenen Taktik geschuldet. Meine Damen und Herren, ich komme zu meinem eigentlichen Hauptpunkt für meine heutigen Ausführungen. Das ist das Stichwort Gesetzgebung in Hessen. Ganz allgemein. Wir haben in der gültigen Verfassung, und das wird auch nicht geändert, die Artikel 116 und 117. Die beschreiben zum einen die Formen der Gesetzgebung und zum zweiten die Arten der Gesetzesinitiative. Die Formen der Gesetzgebung beschreiben, dass die Gesetzgebung ausgeübt wird, erstens oder a) durch das Volk im Wege der Volksabstimmung, b) durch den Landtag. Und außer in Fällen des Volksentscheids beschließt der Landtag die Gesetze nach Maßgabe dieser Verfassung. Und die Arten der Gesetzesinitiativen sind deren drei Möglichkeiten. Gesetzentwürfe werden von der Landesregierung aus der Mitte des Landtags oder durch Volksbegehren eingebracht. Und ich glaube, gerade das Letzte, was ich eben zitiert habe aus Artikel 117, wird zu oft übersehen, dass die Verfassung nämlich die verschiedenen, und ich sage ganz eindeutig auch gleichwertigen Wege der Gesetzgebung vorsieht. Und sie sagt, das Volk kann dem Landtag und soll dem Landtag unmittelbar Gesetzentwürfe vorlegen können. Und dazu gibt es das Volksbegehren als Instrument dazu. Und genau deshalb ist darüber auch noch einmal zu reden, was der Kollege Wilken kritisiert hat. Stichwort Täuschung. Ich weise das
nachdrücklich zurück. Denn natürlich stärken wir die Volksgesetzgebung dadurch, dass wir das Quorum für das Bestehen eines Volksbegehrens deutlich, nämlich von 20% auf 5% senken und damit die Möglichkeit deutlich verbessern und insoweit auch erleichtern, hier dem Landtag Gesetzentwürfe vorzulegen. Meine Damen und Herren, um noch einmal klarzumachen, wie das zusammengehört. Wir haben die Regel und wollen sie auch behalten, dass an einer Stelle es eine Ausnahme gibt. Da gibt es nicht verschiedene Gesetzeswege, oder verschiedene Wege, wie man zu einem Gesetz kommt, sondern nur einen, der beide kombiniert. Das ist genau bei der Änderung der Verfassung. Da muss der Landtag beschließen, und da hat das Volk als Souverän das letzte Wort und sagt, ob es das, was der Landtag vorlegt, auch haben möchte oder nicht. In dem Prozess arbeiten wir gerade. In allen anderen Fällen sind beide oder die verschiedenen Wege gleichwertig. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es richtig und es ist eine Stärkung des Weges Volksgesetzgebung, wenn wir das Einleitungsquorum bei Volksbegehren deutlich heruntersetzen. Denn die bisherige Hürde, die war ja nicht nur eine Hürde, sondern sie führte zur Totalblockade. Meine Damen und Herren, wenn ich das so sage, dann möchte ich gerne noch einmal auf die Anhörung sowohl im Ausschuss zurückkommen als auch in der Enquetekommission. Da hatten wir nämlich mehrfach zu hören bekommen, die derzeitige Regelung in Artikel 124 Absatz 1 hat sich grundsätzlich bewährt. Das heißt, Anzuhörende haben uns erklärt, sie fänden es gut, dass die Hürde des Volksbegehrens so hoch ist, dass Volksbegehren in 72 Jahren hessischer Verfassung nicht zu keinem Zeitpunkt erfolgreich waren. Ich finde, das gehört hier A angesprochen und deutlich kritisiert, vor allem weil derjenige, der es vorgetragen hat, der Hessische Städte- und Gemeindebund war. Das heißt, die hessischen Gemeinden haben gesagt, den Weg der Verfassung, den die Verfassung vorsieht für die Gesetzgebung, den wollen wir nicht. Ich kann nur sagen, was ist das für ein Demokratieverständnis? Meine Damen und Herren, ich finde das für die Kommunalvertreter eher peinlich, weil wir nämlich natürlich nach der Erfahrung wissen, dass wir den Weg auch über die Volksgesetzgebung so freimachen müssen, dass es die Chance gibt. Im Übrigen hat der Städtetag eher satirisch auf diesen gleichen Problembereich reagiert und uns erklärt, die Quoten wären noch viel zu hoch, wenn man es an seinen eigenen Regeln misst, und bei der Gelegenheit mal wieder völlig übersehen, dass die Gesetzgebung im Staat und die Entscheidung von Fragen per Bürgerentscheid in einer Gemeinde nur allerdings zwei verschiedene Dinge sind und sein müssen. Meine Damen und Herren, ich will es noch einmal kurz zusammenfassen. Wir sagen 5% Einleitungsquorum. Und dann kam ja die Kritik, warum gibt es ein Quorum für die Entscheidung? Wir haben auf dem Weg der Parlamentsgesetzgebung die Einbringung durch eine Fraktion im Landtag möglich. Eine Fraktion kommt nur zustande, wenn die 5%-Klausel bei der Wahl überschritten wird. Und wenn man eine Mehrheit im Landtag haben will, um ein Gesetz durchzubringen, dann muss man selbst bei den glücklicherweise noch nicht immer oder noch nicht ganz erreichten Wahlbeteiligungsquoten von um die 50%, aber mindestens 25% der Wählerinnen und Wähler für eine Parlamentsmehrheit zusammenbringen. Sonst hat man sie nicht, und dann kriegt man das Gesetz auch nicht durch. Von daher, Stichwort Gleichwertigkeit der Gesetzeswege, damit ist ein 25%-Quorum der Stimmberechtigten bei der Volksentscheidung über einen Gesetzentwurf, den der Landtag ja vorher nicht wollte. Denn man nie vergessen, dass es den Zwischenschritt gibt, Volksbegehren ja, Landtag entscheidet anschließend, das ist ja möglich. Wenn er das nicht wollte, dass es dann die Mehrheit des Landtags wirklich auch von der einer gleichwertigen Mehrheit im Volk, und das heißt, das Quorum ist sinnvoll, damit wir unsere Gesetzgebungsverfahren sozusagen tatsächlich gleichwertig gestalten. Das war uns wichtig. Das wollte ich an dieser Stelle bei der zweiten Lesung sagen. Bei der dritten Lesung werden wir das noch zusammenfassen, auch alles noch einmal loben. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Wintermeyer. Ja, vielen Dank, sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch aus Sicht der Landesregierung haben die in der öffentlichen Anhörung vorgetragenen Standpunkte, die überwiegend bereits Gegenstand der Beratung der Enquetekommission waren, keine zwingende Notwendigkeit ergeben, die gemeinsamen Gesetzentwürfe der Fraktionen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN
und FDP zu ergänzen oder zu verändern. Insoweit kann ich mich an dieser Stelle darauf beschränken, auf meine Anmerkungen zu den zentralen Reformanliegen dieser Gesetzentwürfe zu verweisen, die ich im Rahmen der ersten Lesung im Plenum vom 15. Dezember 2017 bereits gemacht habe. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, einige Anmerkungen zum Verfahren. Nach abschließender Beschlussfassung in dritter Lesung durch hier dieses Haus wird die Landesregierung den Abstimmungstag für alle Volksabstimmungen, über die wir heute abstimmen, in zweiter Lesung durch Rechtsverordnung offiziell festlegen. Darüber hinaus wird die Landesregierung den Abstimmungstag, den Wortlaut der vom Landtag beschlossenen Gesetze sowie den von ihr festgelegten Wortlaut des Stimmzettels unverzüglich durch Veröffentlichung im Staatsanzeiger für das Land Hessen, leider nicht in digitaler Form, Herr Wilken, weil das bis heute aufgrund unserer Verfassung in einer zunehmend digitalisierten Welt nicht zulässig ist, bekannt machen. Eine sinnvolle Teilnahme, meine Damen und Herren, an der Volksabstimmung setzt eine hinreichende Unterrichtung der Stimmberechtigten über die jeweiligen Abstimmungsgegenstände voraus. Das Volksabstimmungsgesetz sieht deshalb vor, dass die Gemeinden den Stimmberechtigten zusammen mit der Wahlbenachrichtigung eine Unterrichtung über den Gegenstand der Volksabstimmung zusenden. Sie enthält den Wortlaut der vom Landtag beschlossenen Gesetze, eine Gegenüberstellung der betroffenen Bestimmungen vor und nach der Verfassungsänderung, eine Wiedergabe des Ergebnisses der Schlussabstimmung im Landtag, einen Musterstimmzettel und, sofern der Landtag eine Erläuterung des Gesetzes beschlossen hat, auch diese. Meine Damen und Herren, wie die Begründung der verfassungsändernden Gesetze sollte diese Erläuterung der Gesetze kurz, sachlich, dabei anschaulich und allgemein verständlich formuliert sein. Der einheitliche Stimmzettel wird so gestaltet sein, dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, über alle vom Landtag beschlossenen Gesetze einheitlich abzustimmen oder über jedes Gesetz einzeln. Damit wird dem Gesichtspunkt eines möglichst einfachen Abstimmungsverfahrens ebenso Rechnung getragen, wie dem Erfordernis, auch differenziert über die Verfassungsänderungen abstimmen zu können. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung ist zuversichtlich, dass der aktuelle Verfassungsreformprozess erfolgreich abgeschlossen werden kann. Voraussetzung hierfür bleibt aber, dass alle die Verfassungsänderungen tragenden politischen Kräfte, aber auch die am Verfassungsreformprozess beteiligten Institutionen und Verbände der Zivilgesellschaft darin nicht nachlassen, weiter aktiv für eine breite Zustimmung der hessischen Bürgerinnen und Bürger dafür zu werben. Sie wissen, eine möglichst hohe Beteiligung des Volkes legitimiert in besonderem Maße die geänderte Verfassungslage. Wir wollen als Hessische Landesregierung daran mitwirken. Ich danke Ihrer Aufmerksamkeit und freue mich dann auf die dritte Lesung. Vielen Dank, Herr Staatsminister Wintermeyer. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Nach § 12 Absatz 2 der Geschäftsordnung werden verfassungsändernde Gesetze in drei Lesungen beraten. Top 6 bis Top 24 sowie die dazugehörigen Änderungsanträge werden daher zur Vorbereitung einer dritten Lesung an den Hauptausschuss zurücküberwiesen. So machen wir das.